Für John Williams und mich standen die Sterne günstig. Wir arbeiten mittlerweile seit 50 Jahren zusammen. Die Fablemans erscheint pünktlich zu unserem 50. Jubiläum. Es ist eine Ehre, seit 50 Jahren mit diesem Mann und Ihnen allen und Ihren Vorgängern zusammengearbeitet zu haben. Vielen Dank. Es ist Johnnys 90. Jahr auf diesem Planeten. Was für ein Geschenk er doch für diese Welt ist. Johnny, auf dich und alles, was wir gemeinsam erlebt haben und noch erleben werden. Auf 50 weitere Jahre. Und mehr. Da spielte ich zuerst für Steven auf diesem Klavier. Als ich es ihm vorspielte, sagte er, was ist das? Was willst du damit? Ich sagte, mit Celli und Bass im Orchester kann es gruselig, aber auch lustig klingen. Man kann es sehr schnell, langsam, sehr leise und laut spielen. Und die fünf Noten aus Unheimliche Begegnung? Das hier? Oh ja. Ja. Von da an habe ich ihm alles auf diesem Klavier vorgespielt, E.T. und all das. Höher oder tiefer? Höher. Was John zu all meinen Filmen beigetragen hat, ist einfach unbeschreiblich. Seine Musik ist organisch mit dem Film verbunden. Alles kommt genau im richtigen Moment. Wenn ein Film gut funktioniert, übertönt die Musik nicht den Film. Noch geht die Musik im Film unter. Es ist eine absolute Verschmelzung von Musik und Bild. Von musikalischer Erzählung und geschriebener Erzählung. John schreibt meine Filme musikalisch um. Wenn ich 6 Entwürfe für Kompositionen erhalte und John einen 7. Vorschlag einreicht, verwende ich immer seine. Ich liebe die Filmmusik von Indiana Jones, aber mein Lieblingsthema von John Williams ist Schindlers Liste. Johns Musik ist universell und überweilt sogar das Ausgangsmaterial. Und zwar völlig zu Recht. Es ist unbeschreiblich, was er mir gegeben hat. Die Bühne, die er mir in den letzten 50 Jahren geboten hat, um Musik zu schreiben. Von Jurassic Park bis hin zu Schindlers Liste. All das hat er Menschen rund um den Globus geschenkt. Und die Fablemans ist ein ganz besonderes Geschenk. Was für einen Film wollen wir machen? Einige der Themen für diesen Film zählen zu meinen Lieblingsstücken. Es sind die besten, die Johnny je für einen meiner Filme geschrieben hat. Als ich ihm das Thema Mutter und Kind vorspielte, war er sprachlos. Ich sah ihn an und er stand nur stumm da. Ihm kamen die Tränen und schließlich sagte er, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Es war bewegend, ihn so berührt zu sehen. Jetzt kommen wir wieder zusammen. Für das persönlichste Werk meiner Karriere und meine persönlichste Zusammenarbeit mit John Williams. Was für ein wunderbarer Höhepunkt in Johnnys Karriere als Filmkomponist.